Hallo meine Lieben, ich bin hier in Böblingen. Der Betreuungswahnsinn geht weiter. Ich habe mich jetzt angemeldet an meiner neuen Adresse. Das darf ich alles, Mietverträge unterschreiben auch. Ich habe jetzt auch Millis schönstes Ostergeschenk. Sie kriegt ja von mir den Mini und dann habe ich noch ein wie nennt man das so, Kamera, wo man einbauen kann und so. Ja, die ist ja mit mir mit begleitet fahren am Start. Und das sind jetzt ihre Wunschkennzeichen. Landratsamt, perfekt, schnelle Abwicklung. Ich bedanke mich recht herzlich bei den netten Damen dort. Also das klappt jedes Mal wieder von Neuem, super. Ja, wie gesagt, der Irrsinn geht weiter. Mein toller Betreuer hat ungeprüft der Stadt Sindelfingen 2015 Euro überwiesen von meinem Vermögen. Ja, dann werden Tausende von Euro für Anwälte bezahlt. Dabei habe ich Rechtsschutzversicherung. Er ist für Versicherungen zuständig. Er hat meine Porsche-Versicherung nicht bezahlt. Und so geht es gerade weiter. Die kriminellen Spielchen des Betreuers Robert Keller. Tagtäglich denunziert er mich. Ich habe immer noch keine EC-Karte, werde gehalten wie eine Sklavin. Ja, aber die Polizei wird es richten. Wie ich immer gesagt hatte, es ist eine kriminelle Vereinigung. Denn eine kriminelle Vereinigung ist, wenn zum Beispiel ein Betreuer ist, eine Privatperson wie mein Stalker und dann noch Richter die Rechtsbeugung begehen. Aber zum Glück gibt es auch am Landgericht Stuttgart die korrekten Richter. Zum Glück gibt es noch korrekte Polizisten, Polizistinnen. Und ja, das Spiel geht weiter. Miller gegen die Kriminellen. Gegen die kriminelle Vereinigung, die Deutschland beherrscht. Aber zum Glück, ich muss es wiederholen, sind 99% der Menschen korrekt. Also, upsala. Habt ein schönes Osterfest. Peace, peace out. Habe euch ganz doll lieb und ich werde dieses dreckige Spiel gewinnen. Und dann muss oder wird die Bild Stuttgart Titelblatt mit mir machen. Hagen Stebmüller, denk an dein Versprechen. Bye.